Ja, habt ihr einen Favoriten? Ich glaube, Krokettenkalle ist ziemlich weit oben. Ja, grundsätzlich sein Partner, das gute Kaffeekind. Wir haben heute Morgen trainiert um 8 Uhr. Kaffee gebraut, ne? Wir haben Kaffee gemacht und haben erstmal ein Lagerfeuer gemacht. Und dann Kroketten. Ein paar Kroketten haben wir auch nochmal in den Ofen geschmissen. Tunkt ihr die in den Kaffee? Nee, wir holen erstmal eine Pfanne, ne? Ja. Bei PUBG eine Pfanne besorgen und dann Kroketten. Choc-Güzel. Ja. Wenn du mitgemacht hättest, hättest du gewonnen. Wenn du Max mitgespielt hat oder ein, zwei Gegner gewesen wäre, definitiv, ja. Dass er erstmal genüsslich nachlädt. Also die Pfanne geschnappt, hinter den gesetzt und richtig eingeschallert. Ich improvisiere auf jeden Fall. So, Leute. Es ist soweit. Hashtag Ball ist endlich am Laufen. Wir sind alle ready, wir haben alle Bock. Es wird komplett geil. Ich bin schon echt heiß, mir ist auch echt warm. Ich bin nämlich gerade vom Studio hier rüber gesprintet in das kleine Studio zum Spielen. Und jetzt geht es hier richtig ab. Wir sind quasi jetzt beim ersten Ball Invitational mit dabei. Und mit mir wird spielen das gute alte Kaffeekind. Herzlich willkommen. Nenn mich nicht immer alt. Hi, ne? Wie viel Spielstunden hast du denn schon, Kaffeekind? Meine Zuschauer auf YouTube werden dich wahrscheinlich nicht kennen und deswegen vielleicht kannst du mal kurz, wann bist du, warum und wieso? Dezente 263 Spielstunden habe ich jetzt und ich habe damals angefangen in der Beta, am allerletzten Beta-Tag und habe gesagt, ich gucke mir das Spiel mal für eine Stunde an und das wurden dann irgendwie 8 Stunden und dann habe ich es auch direkt gekauft und seitdem bin ich im Sumpf. Hallo. Hallo. Ja, nice. Wir werden sehen. Es wird wahrscheinlich einfach nur belasten. Es geht los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich bin echt aufgeregt jetzt. Holy shit. Team Spandau! Team Krokettentaxi on the road! Krokettentaxi! Wer will mit dem Krokettentaxi? Oh, komm hier, die sind alle. Hallo! Ja, Mann! Oh mein Gott, ich bin echt aufgeregt, Dan. Sehr gut. Ich zähl an. Hui! Und tatsächlich, da unten in der Militärbasis nur ein Team. Noch drei, nee, drei Teams. Oh, und das ist sowohl Krokettenkalle als auch, ich glaube, es ist Ranzwörter und Lost Gaming. Die haben wohl gesehen, also einmal MRFY und El Humbro und Kaffeekind und Krokettenkalle haben eben gesehen, dass wohl am Airfield jemand runtergegangen ist, wollten es nicht riskieren und sind stattdessen in die umliegenden Scheunen und, wie soll ich das formulieren, so eine Art Bauernhof gegangen. Wie ist da der Loot? Ist er vergleichbar? Ich meine, auf dem Militärfeld haben wir natürlich den absoluten Top-Loot. Ist der absolute Schatten seiner Seite. Also das Airfield ist das absolute High-Loot-Gebiet und da unten, da findet man tatsächlich nur die Reste. Also die Jungs sind hier unten Kompromissstrategien eingegangen. So. Ich hab eine Uzi. Ich hab eine fucking Car. Ich hab einen Suppressor für ein SMG. Aber man sieht übrigens, wie unglaublich gleichmäßig alles verteilt ist, wobei hier eine Schießerei schon losbrennt. Oh, da geht es in die ersten Duelle. Es ist ein. Das Haus kam überraschend, aber man sieht es und es ist ein leider ein kleiner Schützenkram und. Ei, das sieht nicht gut aus. Stegi. Wenn ich die ersten Todesmeldungen sehe, bin ich eigentlich quasi schon glücklich, weil dann sind wir nicht Letzter. Same. Yulimi killt nie raus. Wir sind nicht Letzter! Boah, das ist die. Alter, das ist die. Das ist die. Freunde von Sola, Alter. Sola killt jemand. Alter, die beiden sind gut unterwegs. Alter, ich hab Puls jetzt schon. Das ist voll krank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist total irre. Das ist halt echt ein ganz anderes Feeling, als wenn man das sonst spielt. Sonst immer, ja, nächste Runde. Aber hier geht's um was. Um Ehre. Und Mario ist schon wieder an der Hand. Weißt du noch, als er uns Battle weggemacht hat letztens? Ja, Mann. Scheiße, ey. Können wir jetzt Brücke? Ja. Oh, jo. Auf uns! Boosten! Vorsicht, das ist. Das ist wackelig hier. Ey, wir haben Offroader, passt schon. Hi, ich bin's. Wir haben keinen Sprit mehr, ne? Gehen wir dann in die Richtung. Welche? Gelber Marker. Ja, oder dort. Hier direkt vor uns. Ja, dann lass uns erst das machen. Schüsse, wo kamen die her? Keine Ahnung. Hier sind die Türen drin auf. Okay. Hier liegt noch eine Waffe. Ohne Munition. Red Dot liegt hier. Die Tür hier oben ist zu. Check mal.
Jo, hier sind wir hier drin. Shit. Ich hab's befürchtet. Kommst du klar? Ja. Ich smog die zu. Ich geh hinten raus. Wir müssen auf das andere Haus aufpassen. Vielleicht sind die in beiden Häusern. Ja. Das andere Haus ist auf. Hier kam Molly. VSS. Zone ist perfekt für uns. Wir müssen uns nicht viel bewegen. Ja. Ich sehe keinen von den beiden. Die wissen, dass ich hier drüben bin. Ohne Podium, hier meine Steps. Steps, durchladen, Smoke. Ja. Also wenn die von dem Balkon gehen, dann sehe ich das. Dann habe ich die. Okay. Einer hat einen Hit. Shit. Corrupty. Nein! Fuck! Mach einen Platz. Jawohl! Nice! Scheiße. Kriegst du dich? Alles gut. Chill. Wir haben sehr viel Zeit. Wow. Nice, Mann. Geil. Kampf Koloss! Dan the Man und Kroketten Kalle, Leute! Ja, Mann! Oh, nice. Ah, die Halle, die ist schwierig. Ah, die Halle ist schwierig. Ich muss mal in Energy reinkrachen. Kalle, das wird schwierig. Oh. Easy. Holy fuck. Ich sehe jemanden. Richtung Süd. Bei der Halle. Auf dem Feld. Ich bin mich immer noch am Heilen. Ja, ich sag's nur. Der geht zur Halle. Gibt dir nur ein Update. Komm, schon. Können jetzt hier irgendwie nochmal schnell 7 Leute sterben. Ich bin in den Top 10. Die kommt zu uns. Langsam, aber sicher. 165. Ja, ich seh's. Die Typen kommen zu uns. Ja, ich weiß. Lass uns die im letzten... Oh nein. Bitte sag an, wenn du schießt. Ah, fuck! Move. Der ist hier vorne. Hab ihn. Sehr schön. Wo ist der andere? Der ist sofort gestorben. Sehr geil. Top 10, Boy. Mir wird geschossen. Ich bin down. Fuck. Kümmere dich nicht um mich. Also, nur wenn's safe ist. Kommt, der kommt. Rechts. Mayo, der ist immer noch in einer guten Position. Kaffee-Kind ausgenockt. Instant weg von ihm. Keine Chance für ihn. Kroketten Kalle ja auch nur noch ganz. Nee, der ist schon weg. Der ist weg. Der hat das Team wieder weggenommen. Der hat jetzt schon so viel auf dem Gewissen. Jetzt kommst du. Das Ding ist, er rotiert jetzt eben gegen den Uhrzeigersinn. Sieht ihn. Soley, der nächste auf der Liste. Der Mann putzt ihn weg. So korrekt, ja, Godspeed und Horster. Das ist das letzte verbleibende Team gegen Kitty und Maya Pavango. Oh, und die sind jetzt beide mehr oder minder auf den Hügel drauf. Und jetzt heißt es Nerven behalten. Das ist der Moment, wo das Herz poppt. Maya Pavango wurde gerade eben ausgenommen. Aber er ist nur ausgenommen. Er ist noch nicht down. Jetzt kommt der Gegenschuss. Kitty, der ist ebenfalls schon oben. Das war's! Horster und Cole, wir gewinnen hier die Runde. Der schießt doch nicht. Ah! Fuck! Platz 5, Alter! Platz fucking 5, Junge! Geil! Boom in your face, Alter! Geil, das war gut! Das war richtig gut, wir haben ordentlich Punkte gemacht, Mann! Holy shit! Auf jeden! 2 Kills, 5. Platz! Wie viele Kills hast du? 1. Das heißt 3 Kills und 5. Platz. Ich geh jetzt rüber ins Studio und dann sehen wir uns gleich zur zweiten. Ja, herzlich willkommen zurück hier im Stahlbar-Schnack, auch genannt Treiber Stahlbar, mit den erfolgreichsten Teilnehmern von Baal.
An erster Stelle natürlich Hand of Blood. Na klar. Man kennt ihn. Platz 40, glaube ich. Tolle Leistung, Captain. Wirklich. Übrigens, bei mir war die Kamera nicht drauf. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, wie wir gestorben sind. Bei dir das war das erste Knockout, ne? Bei uns, ja. Julia hat den allerersten Kill im gesamten Match gehabt. Ja, so. Aber sie wurde aber als allererstes genockoutet. Ja, das stimmt, das auch. Also es war interessant. Und in dem Moment meinte Rumatra nur zu mir, oh, Team Süß und Salzig wird zu Team Salty. Ja, bei mir war halt, wir waren ja Mitte der Zone, gute Position und dann fliegt ein Flugzeug quer über uns rüber und ich so, das wäre witzig, würde es jetzt genau vorm Haus droppen. Und dann fliegt es halt rüber und wir sehen nicht, wo es droppt. Ja, vielleicht hat es gerade über uns gedroppt und geh raus und bin für den Drop gegangen, wurde gesniped von Hornisse. Aber ja, man sagt ja auch, die 40. werden die ersten sein. Das ist so, ja, ist das Sprichwort. So ist es. Wie lief's bei dir? Ich habe den 5. Platz gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, fünf? Ja. Alter, du bist irgendwie 10 Sekunden nach mir gestorben. Ja. Und schon 5. Platz. Ja. Oh, das ging ratatatata, Kaffeekind und aber ich, wir haben einfach eine gute Partie gehabt. Daniel hat es eben schon erklärt, wir sind im Süden gelandet, auf der südlichen Hälfte der Military Base, sind einmal komplett nach oben und dann geht die Zone wieder in den Süden. Und dann haben wir uns bist du echt für Military Base gegangen, ja? Ja. Ich glaube, alle Teilnehmer sind so am grübeln, wo jetzt. Weil normalerweise ist es ja so, wenn man spielt auf normalen EU-Server oder NA oder keine Ahnung, gehen halt 80 Leute Military Base, 530 Boshinki, werden diesmal auch alle dahin gehen, weil alles sind YouTuber und Streamer, die das alles wissen und das immer ausweichen oder dem Ganzen immer ausweichen und nachher ist niemand bei der Military Base. Man merkt ja bei so einem Turnier noch immer übel krass, dass so die ersten 2-3 Minuten, die ersten 1-2 Zonen halt nichts passiert und dafür das Ende ultra explosiv ist. Bei uns war das auch so, wir haben diese Taktik verfolgt, von wegen wir gucken irgendwo, wo eventuell nichts ist und wenn wir im Flug sehen, dass jemand ist, drehen wir nochmal ab. Das Motto. Und dann ist der eine da gelandet, der andere da, aber hat irgendwie ganz okay. Also eigentlich alles so nach Risiko und Wahrscheinlichkeit. So. Ja. Oh, sorry, das war ich. Sorry. Huch, Alter. Tut mir leid. Okay, jetzt weiß ich, wie du dich immer fühlst, wenn ich mit meinem Triggerfinger mal wieder locker sitze hier. Gott. Ich habe jetzt gerade eine Glock im Automodus als Secondary dabei. Oh, es gibt nur die eine Seite. Da drüben sind die Türen offen. Richtung 30, oder? Ja. Okay. Shit. Kaffeekind. Oh, Mario ist, glaube ich, auf der Suche nach Kokettenkalle. Das sieht fast so aus, wenn die gleich aufeinandertreffen könnten. Wir können mal kurz in die Perspektive gehen. Ist halt das Ding. Also, du hast halt Kroketten und Kaffee in einem. Würde ich auch zuschlagen wollen. Das ist schon ein halbes Mittagessen und Frühstück. Die Sache ist jetzt so. Oh, sieht er die? Ich glaube, einer von den beiden geht gerade aufs Dach. Da müssen wir gleich mal vielleicht. Aufs Dach ist aus der Ego-Perspektive auch deutlich interessanter. Oh, die gehen nicht aufs Dach, die gehen oben zum Leuchtturm. Hier ganz oben ist ein Leuchtturm, wo die beiden rumchillen. Also, der höchste Punkt vor der Brücke. Aber da jetzt hochzurushen, das wär quasi. Selbst die beiden hier sind auch nicht richtig bewaffnet, nur auf Long Range zu schießen. Aber Mai, Pavanga und Kitty werden jetzt die Gebäude vom. Werden die Leute Gebäude lösen? Also die werden doch da jetzt nicht reinrushen, oder? Aber dass er da hin will, also dass er die versuchen will zu fighten auf Teufel komm raus. Ich will das Show machen. Oh, es geht los, er sieht sie. Frage wäre jetzt. Wo? Auf dem Weg hier hoch. Da wo wir hochgekommen sind. Kannst du dich saven? Fuck! Ah, shit! Mario. Ekelhaft. Mario wieder! Natürlich. Der alte Mario! Mist, ey! Ärgerlich. Naja, Hauptsache nicht letzter. Naja, genau. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Stahlbar-Schnack. Neben mir die Veteranen dieser Runde, möchte ich meinen. Bis zum letzten Schuss wart ihr am Leben. Ja, gerade so lange. Ja, ich hatte mich entschieden, nachdem die zweite Runde wunderbar lief, dann in der dritten aus Protest einfach als Erster zu sterben. Als Erster? Tatsächlich. Ja, erst weil von hinten ist wenigstens so. Irgendwas gewinnen. Warst du der Erste? Ich war der Erste. Der gestorben ist. Ja. Wie war es bei dir, Kalle? Ich wurde natürlich vom Profi Mario wieder getötet und dementsprechend. Geketchupt. Da kann man nichts machen. Das war wieder so eine typische Situation. Ich meinte zu meinem Partner, ey, da ist jemand. So, ja, wo? Ja, da. Und dann, bum, tot. Weiter, ja. Gut. Es geht also wieder los. Yes, ma'am. Crossbow only, Leute.
Ich bin Platz 8. Ich bin Platz 8. Ich bin Platz 8. Ich bin gespannt. Ich komm vor zu dir. Ist ein Zweierrucksack oben drin? Ey, wir können echt nach Stalbar. Wollen wir? Oder könnten da jetzt Leute sein? Schwierig, ne? Probieren wir es. Ja, ich setz dir einen Marker. Achso, hast du schon. Zweierscope. Oh, Dreier Rucksack, First Aid und endlich eine Weste. Oh, auch eine Pfanne. Pfanne ist für den Arsch. Da unten ist die Tür offen von dem kleinen Kabuff. Echt? Da steht ein Auto? Ah, vielleicht ist hier echt jemand drin. Nee, ist leer. Nee, da vorne. Beim Bunker. Kommt hierher. Kommt hierher. Locker bleiben. An der Pfanne nur. Wo ist? Hier vorne beim Auto. Raus. Komm raus. Ist nur alleine. Oh, Kalle! Yes! Ich hab einen abgekriegt. Hier ist eine HE. Vorsicht. Ja, oh. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Wow, oben, im Bunker. Okay. Ich hab Molly. Nee, unten. Ist unten. Ach, scheiße, die kam zurück. Hat nur eine Brechstange. Doch nicht. Aua, hat mich getroffen. Hilfe. Der andere ist tot. Huh. Er jagt mich. Komm zu mir. Ich versuch's. Er ist in dem... Okay, er findet... Pass auf, dass er dich nicht umfällt. Scheiße. Oh, er hat mich echt gekriegt. Holy shit. Er wird mich umfahren. Du musst ihn kriegen. Oh Gott. Alter! Die Hand! Oh! Kick. Hui! Alter! Mann, ey! Ich war doch schon um die Ecke rum! Oh, hier oben kommt Kettenkalle und die Hahn haben wieder einen Autofight. Wieso? Ja. Oh. Kaffeekid, der ist ziemlich low. Und Krokettenkalle ist schon down. Er dodgt das Ganze nochmal. Die Hahn überfährt aber Krokettenkalle. Die Krokette ist Matsch. Das ist vielleicht im besten Fall ist das noch Kartoffelbrei. Ich kann mehr da definitiv nicht versprechen. Was macht die Hahn? Er nimmt die große Kurve. Er nimmt Anlauf. Und hier ist Kaffeekid im 1 gegen 1. Trifft wieder nicht. Er hat ihn. Über den großen Zeh gefahren und damit den ganzen Körper mitgeschleift. Schön gemacht. Sauber. Ich glaube, das ist so lustig. Ich glaube, hier haben wir den Kill von dir. Die Hahn mit Double Kill im Auto. Nice. Das müssen wir jetzt aber nicht angucken. Ach, der Kamlan. Jo, da ist er. Oh. Da liege ich schon. Zack. Oh. Na, da warst das sind gut, einfach oder? Die. Ach doch, das war Krokettenkalle. Aber genau das ist es halt. Es macht so Bock, ey. Wenn man halt einfach einander kennt. So, jeder kennt jeden. Da war ein bisschen Verwirrung mit bei und dann einfach mal drüber. Zack. Lol, das hat gereicht. Einmal mit getroffen. Ja. Alter, die Hahner für ihr Autofahrer-Main. Mein lieber Daniel, wir sprechen uns noch. Was von das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen.